Allein und durchnässt. Verfolgt von einem Rudel hungriger Wölfe. Ihr fragt euch, wie ich hier hingekommen bin? Nun, es war eine harte Nacht, doch ich stand sie durch. Ein Dorf nahm ich auf nach einem Weg voll Angst und Furcht. Ich hab gegessen und getrunken, so wie ein König. Für kurze Zeit vergessen, fuck, die Zone ist tödlich. Wie war das möglich, alleine wieder aufzuwachen und dann durch die Nacht zu ziehen? Wohin war denn Rasputin? Egal, ich war höflich, ich half das Feuer auszumachen und dann musste ich weiterziehen, denn ohne Fleiß kein Verdienst. Hallo? Is Alkyar? Yes. Oh god, I was kind of scared to find, like, I don't know, bandit or something. Please, let me know if you are Rasputin. Wait. Stefan? Oh my god! No way! No. No way! This is not happening here. No fucking way! Wie groß war die Chance, dass wir uns in diesem Wald wiederfanden? Die kalte, nasse Nacht, die Wölfe, alles war vergessen. Wir schmiedeten einen neuen Plan. Gemeinsam in den Norden, gemeinsam zum Militärgebiet und gemeinsam looten. Somit machten wir uns erneut auf den Weg ins Ungewisse. Sukadai! Oh, yes. I think it's empty. Oh, my ear ringing. So loud. You now officially Russian sniper. With Ushanka, Mosin, everything. Oh, yeah. Thank you. I'm also practicing melee attacks. Oh, very good. Huh? Okay. Let me try. Suka! Oh no, that's not very good. Good old time. Kar 98. AK-47. Oh, yeah. Good time. I scared the shit out of you. Yes. I come in here, I walk on roof, turn around, see you, shit my pants. Yeah. You can keep secret, Stefan. Yes, I can. Okay. Rasputin is spy from Russia. And Rasputin is sent here to find artifact for Russia government to make very new secret project to make infinite energy. Oh. That's a lie, you can't even shoot straight. Gun. Where did you find? In my backpack, maybe? No? Okay. Okay. I expect more interesting story, but okay. Yeah, but this is right road. We go this road, we get to military.
Oh, Stefan, I think his military here on left and this on right is a nuclear plant. That's a looks like a laboratory. Oh, it's Ukraine, you know, never know. Crazy Ukraine yeah, people. Yeah, okay. Disguise. Oh yes, this military, oh yes. Wir schworen uns Folgendes. Sollten wir aus Richtung Military Base Schüsse wahrnehmen, fragen wir nicht warum, wieso, weshalb, sondern eröffnen das Feuer auf beide Seiten. Selbstschutz und so. Jedenfalls hörten wir Schüsse. Wir konnten allerdings keine Partei ausfindig machen. Dementsprechend stieg unsere Anspannung, da wir wussten, dass wir nicht allein waren. Irgendwo hier, in irgendeinem der Gebäude, hielten sich Leute auf, die Waffen besaßen. Nicht zu vergessen die Snorkels, Infizierte und Blattsacker, die sich in diesem Gebiet aufhielten. Naja, und mittendrin waren wir. Oh no. Hello? Hello? Oh, it's so stupid. Why you do this, people? Maybe it's faction base. Yeah, maybe I think Ukrainian it is. Ukrainian military, blyat. If we find fighting people, let's kill them all, just to be safe. Yes. There's no chit-chat now anymore yeah. with people. It's no hard pass, it's just hard death. We go around the other side, or...? Shit. I, Oh, you see? Mm-hmm, I see. Bloodsuckers. Zombies. Oh, so many. Shit. They're walking inside. This bloodsucker. Oh, sorry. Come back. Okay. Let's leave backpack here. So we faster. Okay. But we need to run inside this bloodsucker and snark. Right at. Okay. Kate, you're ready? Yeah. Bad position. Very bad. Maybe you can go there? Oh, shit. Oh, yes, maybe. What are we gonna do? We don't know. Let's push.
look. Shoot them! Holy shit! I'm sorry, you scared me! Oh my god! Did you kill my friend? Is he dead? I don't know, but... Oh my god! I think you was people who shot us, man! We never shot anybody! We're shooting zombies! Yeah, people shot at us, man! No, I've never seen anybody. We've been here for the past 20 minutes. What the fuck? We've been here too. We shoot at us, people. It's not no, you. No! We were outside shooting a shit ton of zombies. Oh my god. I'm sorry, man. You alive? You killed my friend. Oh shit. He's dead? Oh no. Yeah. Oh shit. Oh Lord, forgive me. Let's go. Bloodsucker. Mal steckt der denn ein hier? Oh Gott! Jetzt um drin! Quick, quick! Bullets left for my Mosin. Egal, was wir auch versuchten, es war aussichtslos. Wir hatten lächerlich wenig Munition und noch weniger Ausdauer wegen des Sprints auf den Baum. Es blieb uns nichts anderes übrig, außer so viele Kreaturen wie möglich umzulegen und zwei Schuss für uns selbst aufzubewahren. Keine dieser grässlichen Kreaturen sollte uns kriegen. Wir hatten es akzeptiert. Nach so viel Glück konnten wir eigentlich nur Pech haben. Wie oft wir uns wiederfanden, was wir alles erlebt haben. Irgendwann musste diese Glückssträhne ein Ende nehmen.
Doch dann kam uns eine Idee. Enough ammo. I think we should run. Yeah. Zugegeben, mir fiel erst ziemlich spät ein, dass ich Rauchgranaten dabei hatte. Go, go, go! Let's go! Es schien zu funktionieren. Wir sammelten unsere letzten Kräfte und nahmen unsere Beine in die Hand. I can't believe we survived, man. Oh my god. Holy shit. Holy shit. But nice work. I feel bad for this guy, man. I killed him. Yeah, oh, and then fuck. You lied to her. What the fuck? I had to, man. What was I supposed to do? Say like, yeah. Oh yeah, what just felt like killing this random dude. Ooh, nice. Can I use it? Yeah, take. Cool. Oh, so much for this old heart. Are you going to sleep here in the woods or? Yeah, I think so. Okay, I'm thirsty. I need vodka, man. Ugh.